Schönen guten Tag zusammen. Ich bin Asche, viele kennen mich vielleicht. Ich war die letzten 4 Jahre hier im Team und seit diesem Jahr nicht mehr. Aber wie ihr sehen könnt, bin ich trotzdem noch dabei. Manche fragen sich, wieso. Ich mache hier kleine Aushilfe, Mechaniker, so was halt gebraucht wird. So, wenn Lars mich halt braucht, dann bin ich halt da. Und dieses Wochenende ist halt ein besonderes Wochenende, denn genau vor einem Jahr, da habe ich hier einen schweren Sturz erlitten. Das war quasi so der Grundstein dafür, halt mal drüber nachzudenken, ob das überhaupt alles noch Sinn macht mit dem Radsport. Und habe mich dann mit Lars dann halt letztes Jahr darauf geeinigt, dass ich es dann sein lasse, weil es mir halt momentan keinen Spaß mehr macht, weil ich halt auch mental am Ende war. Ich habe mich dann auch die Monate danach in psychiatrische Behandlung begeben und das hat mir ehrlich gesagt sehr gut getan. Und ich bin gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast und finde gerade halt wieder meine Lebensfreunde und das ist mir halt persönlich sehr wichtig. Und ich finde es trotzdem schön, dass ich den Jungs halt hier noch helfen kann, dass ich sie unterstützen kann und sehen halt, dass es ihnen noch Spaß macht. Ich habe dann letztes Jahr ein Studium angefangen, Sportwissenschaft. Ich bin jetzt ein Spovi. An alle Spovis da draußen. Und das erfüllt mich auch. Da habe ich einen Bezug dazu. Da kann ich auch hier so ein bisschen was mitnehmen und dann halt im Studium anwenden und andersrum genauso. Und arbeite halt noch nebenbei und bin mit meiner Freundin in Erfurt. Und das ist eigentlich, naja, in Anführungsstrichen ein entspannteres Leben, aber es hat natürlich auch so seine Tücken und ich werde auch immer noch gefordert, das ist auch gut so. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt einen Step back genommen und dann geht es dann irgendwann weiter.